Der Gletscher, auf dem wir stehen, heißt Svínafellsjökull. Hier habe ich meine Führungen 1994 begonnen. Und seitdem hat er sich so sehr verändert. Er ist nicht sehr stark zurückgegangen, aber er ist sehr viel dünner geworden. Das kommt einerseits vom Klimawandel, aber es ist nicht ganz so einfach. Es gibt auch eine lokale Erwärmung hier. Grund für die lokale Erwärmung ist der aktivste Vulkan Islands, der Grímsvötn. Die Asche bedeckt den Gletscher und beschleunigt die Eisschmelze, weil das Schwarz die Sonnenstrahlen absorbiert. Dadurch ist der Gletscher in den letzten 25 Jahren etwa 80 Meter dünner geworden. Einar Sigurdsson macht sich Sorgen um die Zukunft seines Berges und die einzigartige Gletscherlandschaft. Immer mehr Isländer tauschen die Einsamkeit auf dem Land gegen die Gemeinsamkeit in der Stadt. Mehr als zwei Drittel von ihnen leben im Großraum Reykjavik. Hier haben viele mehrere Berufe. Nicht nur der Torwart der Nationalmannschaft, der auch als Filmregisseur arbeitet. Wie sonst könnte ein so kleines Volk alle Aufgaben einer ganzen Nation bewältigen? Aber die Überschaubarkeit der Population hat auch noch ganz andere Aspekte. Alle Isländer sind mehr oder weniger miteinander verwandt, auch weil es 1000 Jahre lang wenig Zuwanderung auf dieser isolierten Insel gab. Da die Gesetzgebung früher vorschrieb, dass man Verwandte finanziell versorgen muss, wurden Verwandtschaftsdaten von Anfang an erfasst. Die Einträge aus alten Kirchenbüchern und Einwohnerregistern werden hier im Forschungsinstitut Decode Genetics digitalisiert und in einer Datenbank erfasst. Das Islendingabók ist eine der umfassendsten Datenbanken der Welt. Es geht zurück bis in die Anfänge der Besiedlung der Insel und enthält die Stammbäume aller Isländer. 2003 wurde die Datenbank für alle Isländer freigeschaltet. Die Ahnenforschung hat sich seitdem zu einem Lieblingshobby auf der Insel entwickelt. Vor allem die jungen Isländer nutzen das Islendingabók quasi als Anti-Incest-App, wenn sie ein Date haben und vermeiden wollen, eine Liebesbeziehung mit einem nahen Verwandten einzugehen. Man muss nur beide Namen angeben und dann spuckt die Datenbank den Verwandtschaftsgrad aus. Wir sind über meinen Vater und meine Großmutter und seine Mutter und seinen Großvater verwandt. Aber nur in der 8. Generation. Es ist nicht sehr eng, wir sind also eigentlich nicht wirklich verwandt. Das sind sehr gute Nachrichten. Okay.